This is the Enroute. This is the Enroute. So, wir sind jetzt in Santa Ana, El Salvador, auf der Straße. Es ist halt im ganzen Land gerade mal 10 Hostels oder so, nicht wirklich viele. Und es ist alles noch ein bisschen anders. Abends um 8 Uhr sind die Leute zu Hause, auf der Straße ist leer, weil es anscheinend zu gefährlich ist dann und so. Die Sonne scheint, es ist warm und ja, schauen wir mal, wie das hier wird. Hier treffen sich so die Alten am Morgen und halten ein Schwätzchen, reden, hängen hier ab. Hier ist das Theater Centro. Hier, die Weihnachtsdeko wird auch überall aufgebaut. Man sieht es hier. Und Waffen sind nicht erlaubt. So, das ist unser Hotel in Santa Ana in El Salvador. Hinten ist das Zimmer. Hier wird auch alles zugemacht um 7 Uhr, um 8 Uhr abends darf man auch nicht mehr raus. Das ist immer abgeschlossen, wir müssen dann in irgendeinem anderen Hotel klingeln. Hier ist überall Stacheldrahtzaun. Man sieht's. Theoretisch, damit nichts passiert. Gar nicht so locker eigentlich hier. Schauen wir mal, wie es eben Bosque El Imposible wird in dem Nationalpark. Und am Strand dann. So, wir sind hier in Our Japan und so in der Stadtmitte. Und ja, ist jetzt eine Stunde von Santa Ana entfernt. Das Städtchen ist eigentlich ziemlich nett und hier hat es halt überall so kleine Bars und sowas, was ziemlich cool ist. Gefällt mir. Und fahren jetzt zu so einer Kaffeeplantage, ein bisschen chillen am See oder so. Und morgen kommen wir dann nochmal hierher und bleiben hier und machen dann so eine Tour. Schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall alles easy. So, wir laufen jetzt mehr oder weniger durch den Dschungel in El Salvador und auf so Kaffeeplantagen und so. Und man sieht die Berge drumherum. Wir müssen hier durch das ganze Zeug hier durchlaufen. Und morgen gehen wir dann auf jeden Fall noch zu den Wasserfällen. Und ziemlich cool, ziemlich fett hier eigentlich. Und wir sind nur zu zweit, haben unseren eigenen Guide mehr oder weniger, der uns dann alles zeigt. Hier sieht man auch die Kaffeebohnen, wie sie hier wachsen. Überall hier so verteilt. Und schauen wir mal, was noch alles kommt. If there's a hole in your soul, you gotta fill it. If your cup is overflowing, don't spill it. You better hold it while the whole world's spinning around. And when your eyes look down on another. Eine andere Art von Dschungel, in dem ich bisher war. Und auch alles ziemlich grün, aber recht trocken dann trotzdem.
Und ja, schon schön. So, wir sind hier, machen jetzt die Tour zu den Wasserfällen. Und da muss man erstmal hier durch die Berge und durch den Dschungel fahren. Und da stehen wir hinten drauf auf der Ladefläche von dem Pickup. Das war der Auspuff. Brother, this kind of love ain't gonna go under. I found that when you love one another, only good rain comes down. And if you feel like you stop learning, if the wood in your fire ain't burning, better spark another match, start turning your wheel. So, wir laufen jetzt durch den Regenwald, sind wir da, durch die Gebüsche und alles. Jetzt hier an so einem kleinen Fluss und jetzt gehen wir zu dem Wasserfall und dann müssen wir wahrscheinlich, weil es keinen Weg runter gibt, müssen wir dann auch vom Wasserfall runterspringen. Und da sind anscheinend so 5 oder 6 verschiedene Wasserfälle, wo man dann auch runterspringen muss, zwischen 3 und 12 Meter oder so. Ziemlich cool. 2 Leute, mehr oder weniger eine private Tour. Ui, das Schmetterling gerade gegen meine Kamera geflogen. Ja, ziemlich cool. Und? Wasserfall geht ziemlich tief runter. Ich glaube, da springen wir nicht runter. 20 Meter oder so. Ich kann es gerade mal zeigen. If you feel like you stop learning, if the wood in your fire ain't burning, better spark another match, start turning your wheel. Better turn towards righteous living. Stop taking and start your giving. Wow. Yeah, this is the one thing missing. I feel it. Wir sind jetzt in El Sante angekommen. Sind heute Morgen in Tacuba los nach Agua Japan. Von Agua Japan mit einem anderen Bus nach Santa Tecla, von Santa Tecla nach La Libertad und von La Libertad mit dem Bus jetzt hier in El Sante angekommen. Alles zusammen 7 Stunden gedauert. Gezahlt haben wir für pro Person 2,70 Dollar, was ungefähr 2 Euro sind, 2,10 Euro oder so. Das geht. Und das Gute ist, man muss nie auf den Bus warten, es steht immer einer da und ist eigentlich gar kein Stress und die Leute sind alle ziemlich freundlich. Ja, ziemlich cool. Und jetzt erstmal ein paar Tage surfen in El Sonte am Strand chillen. Star out there.